Das sind Lori und Levin. Ihr Job? Rund 30 junge Ziegen beschützen vor wilden Tieren. Das Zusammenleben mit den Ziegen haben sie in den letzten Monaten gelernt. Ein Vierteljahr zuvor, im März, auf dem Windberghof bei St. Blasien. Wer sich nähert, wird verbellt. Denn Lori und Levin verteidigen schon ihre Familie, 25 Milchziegen und deren Zicklein. Die beiden sind ein Jahr alt. Italienische Herdenschutzhunde. Seit 3 Monaten leben sie im Stall mit den Ziegen zusammen und die beiden Naturschutzbund-Experten für Wolf und Luchs beobachten regelmäßig die Fortschritte ihrer Pfleglinge. Unterschiedlicher können Brüder nicht sein. Lori ist menschenbezogen. Er freut sich über Besuch. Levin dagegen bleibt skeptisch im Hintergrund. Genau dadurch vermittelt er aber den Ziegen Ruhe und Gelassenheit. Die Ausbildung ist eine Gratwanderung. Herdenschutzhunde müssen Menschen tolerieren und doch wachsam bleiben. Ja, man darf da bei Herdenschutzhunden einfach nicht nur an den Wolf denken. Die machen ihre Arbeit vor allen Dingen auch dort, wo Schafe und Ziegen in Ballungsräumen gehalten werden, kommt dann auch immer wieder vor, dass Lämmer einfach auch gestohlen werden. Und das ist sozusagen ein gewisser Rundumschutz, den Herdenschutzhunde haben. Und die haben auch eine gute Innenwirkung. Denn Schäfer, die Herdenschutzhunde haben, erzählen immer wieder, dass die Herde einfach ruhiger ist. Auch wenn da nur die Stallkatze den Wolf mimt. Loris und Levins Job ist es, die Ziegen vor Eindringlingen zu schützen. Ruhe kehrt wieder ein. Der imposante Bauernhof ist über 500 Jahre alt und hat schon viel gesehen. Seit gut 10 Jahren arbeitet Familie Albrecht hier an ihrem Traum vom Leben mit der Natur. Dazu gehören nun auch Loris und Levin und Spaziergänge. Das Hunde-Einmaleins sollten die beiden schon beherrschen. Sie müssen auch leinenführig sein. Und sie müssen gehorchen, wenn man will. Natürlich immer, wenn sie wollen. Ja? Aber er muss schon wissen, er ruft mich und will, dass ich jetzt zu ihm komme. Aber das sind dann halt Herdenschutzhunde mit ihrem eigenen Charakter, mit ihrem eigenen Willen. Das will nie hinkriegen, dass der auf Pfiff immer kommt. Ab. Durch den Schwarzwald streifen schon lange Luchse. Der Wolf wird jeden Moment erwartet. Darauf bereiten sich Politik und Umweltverbände vor. Der NABU finanziert die beiden Herdenschutzhunde. Sie müssen ein Team sein, Schafe oder Ziegen und die Hunde. Wenn die Ziege praktisch gegenübersteht, dann ist nicht der Hund der Dominante, sondern die Ziege. Und wenn die Ziege den Hund dann, wie soll ich sagen, attackiert am Anfang, weil es ja was Neues ist, dann legt sich der Hund vor die Ziege hin und deutet ganz klar an, dass er nichts von ihr will, sondern dass er praktisch in dem Moment untergeben ist. Das kann man sich eigentlich so jetzt gar nicht vorstellen. Achtung! Wochen später. Es ist Sommer. Komm mit. Komm mit. Die jungen Ziegen kommen zum ersten Mal auf die Weide. Loris und Levin sollen sie beschützen, Tag und Nacht. Die Weide abchecken, markieren. Michael Glock freut sich. Das ist perfekt. Sie säubern das Gelände. Selbstbewusst. Und stolz. Die Ziegen folgen ihren Beschützern willig hinaus ins Grüne. Bis Ende Oktober bleiben sie zusammen draußen. Jetzt brauchst du keine Sorgen mehr haben, Holger. Also das Verbellen ist das A und O. Mehr müssen die nicht machen. Die müssen einfach da stehen, ihre Dominanz zeigen und bellen. Und sind ja auch eindrucksvolle Gestalten.